Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im Landwirtschaftssimulator 22. Es geht weiter. Ich habe eigentlich gerade schon mal was aufgenommen, nur da habe ich dann gemerkt, warte mal, ich habe keinen Ton. Daher habe ich die Aufnahme wegschmeißen dürfen. Jetzt habe ich halt hier das Problem, der bleibt immer da unten an den Ecken kleben. Daher mache ich jetzt 5 Vorgewende. Auf wenn es jetzt passt, ist cool. Wenn nicht, dann nicht. Ich muss jetzt nur einmal hier, ich fahre jetzt einfach hier die Spur, sag hier Attacke. Auch wenn das jetzt sinnlos ist, dann hatte ich hier auch schon mal eigentlich was ja, gemäht. Aber auch hier kann ich jetzt, weil ich keinen Ton hatte, nochmal neu machen. Ich hoffe, jetzt habe ich gleich Ton. Wenn nicht, dann schwierig. Also wollte jetzt die Audio halt auch nicht oder die Aufnahme ohne Ton reinschicken, weil Game Sound sollte schon vorhanden sein. Deswegen habe ich die gelöscht, aber. Am Hof ist ein bisschen was passiert. Wie ihr seht, wir haben ein bisschen Geld, 153.000. Wie ihr seht, der Fendt ist ausgetauscht. Die FPS-Probleme sollten erledigt sein. Der Hof ist eingezäunt mit einem Zaun. Was ich jetzt aber noch machen will oder überlegen will hier, der Fendt ist im Angebot. Das ist schon ein Schmuckstück. Könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben. Und bevor ich es halt vergesse, hier oben, ne, hier ist halt jetzt. Jetzt hänge ich hier drin, geil. Hier ist halt alles eingezäunt, ne? Also ist ein bisschen was passiert. Und das Göval-Pack habe ich natürlich auch mit drin. Ist ein schönes Pack, also wo ist es denn jetzt Ballenpresse? Ne? Da bin ich am Überlegen, ob ich von Quad auf Rundballen steige. Das Ding ist aber hier, ich kann nur 125er Ball machen, daher werden hier die LT Master, also der LT Master vielleicht doch nochmal ein Schnicken geiler für mich. Also ja. Jetzt nur hier gucken, ob der hier alles macht, aber Ton sollte theoretisch machbar sein vom Spiel, ich hoffe. Und ich muss gucken, wahrscheinlich werden die Videos nicht mehr in 2K kommen, sondern normal, ich müsste mein Schnittprogramm wechseln. Ja, doch, das sollte passen, das passt doch easy. Das heißt, wir können jetzt hier auf die Wiese wieder gehen. Wie ihr seht, ich habe halt schon was aufgenommen, ich habe schon eine halbe Stunde lang gebabbelt. Aber zu spät gemerkt, ich habe keinen Spielsound gehabt und ohne Spielsound, wie gesagt, wollte ich das nicht machen. Des Weiteren läuft die Suche auf einer Map auf Hochtouren. Also da bin ich auch noch gut dabei. Ansonsten, was ist noch passiert? Eigentlich nicht viel. Ich habe ein paar Sachen geupdatet. Kati hier hatte eine Update, die Ostseeküste, da kann man jetzt wieder mulchen. Das sollte wohl wieder funktionieren. Ich weiß nicht wieso, anscheinend gab es da Probleme. Gut, hat man ja bei mir gesehen, das war irgendwie fleckig, wieso auch immer. Natürlich arbeitet CP für Geld, eigentlich so wie er die ersten Sachen gemacht hat, unverdient, aber ist ja jetzt egal. Was ich in der ersten Aufnahme gebabbelt habe, habe ich überhaupt jetzt hier, gut, das ist an. Ich weiß nie, ob ich jetzt gestummt bin oder nicht. Ich will Schafe kaufen, das heißt, ich brauche Kleesilage, Luzernsilage, Beuker Schafsfutter. Gras aufbereitet, was jetzt hier gerade wieder nicht aufbereitet ist. Das heißt, überall, wo es jetzt hell ist, kann ich dann gleich nochmal wenden. Oh, das ist ja gut zu sehen. Ihr seht, es läuft. Es läuft alles nicht so, wie es sein soll. Aber das ist nicht so schlimm. Und warum auch immer ist mir aufgefallen, weil ich hatte ein altes Schnittprogramm, da habe ich Doppelspuren gehabt. Warum auch immer. Ich hatte mir jetzt mal was anderes runtergeladen, da habe ich nur eine Spur. Also ich weiß nicht, woran das liegt, so weshalb warum. Und ja, also ich probiere das jetzt gleich nochmal in den alten Schnittprogramm reinzuhauen. Das habe ich ja zum Glück noch. Wenn es dann immer noch so schwierig ist, dann deinstalliere ich das einfach. Dann ist es mir egal. Das sage ich so, wie es ist. Dann ist es halt nur in 1080p, bis ich halt ein anderes Schnittprogramm gefunden habe, was gut ist. Und dann mal gucken. Gut, jetzt hier rückwärts fahren, weiß ich nicht, ob das so schlau ist, aber. Ich mache das jetzt einfach so und so krass, was ich jetzt wenden darf, einmal, bis ich Gras aufbereitet habe, ist es halt auch nicht. Also, ne, das ist sehr schnell gemacht. Und mit Steuerung V, Steuerung B und Steuerung X kann ich beide direkt aktivieren. Das ist dann natürlich auch ganz nice. Ich muss mal kurz gucken hier hinten. Also, der Plan ist halt in Schafe zu investieren. Ob ich die jetzt beim Fjandl unten kaufe oder ob ich die sage, ich kaufe die jetzt einfach ab Stall, muss ich noch gucken. Eigentlich wäre es sinnvoll am Fjandl, nur der Fjandl ist am anderen Ende der Map. Das heißt, da müsste ich dann halt ordentlich fahren. Und da wäre wie wieder zum Vorteil, vielleicht AD mit reinzunehmen, aber weiß ich nicht.
muss ich halt mal gucken. Wenn ihr wisst, welches Schnittprogramm für kostenlos gut ist, also ne, ich will als erstes nicht, weil ihr seht, es kommt unregelmäßig was Geld investieren, könnt ihr mir das mal gerne in die Kommentare schneiden, läuft wieder bei mir und dann ihr mal gucken. Also ich hatte eigentlich gerade schon mal so 25 Minuten, 30 Minuten hier schon gebabbelt, habe hier schon die Wiese schön gemäht und so und alles für nix. Also das ist wie wiederum mies, aber kurz und knapp erklärt, aber das ist jetzt halt so, deswegen passt das schon. Ich muss nur gleich beim Wenden aufpassen, dass ich das Aufbereitete hier nicht mitnehme. Ich gucke mal auf der Minimap. Sag mir jetzt nicht, der steht wieder. Also wenn der da unten wie wieder steht, ne? Ich krieg einen Kollaps. Ne. Gut, ich habe gedacht, der steht und ich krieg wieder einen Kollaps, aber ne, wie ihr seht, ich mache halt was mit CP. CP lohnt ist nicht bei 100%, doch ist bei 100%, okay. Automatisch, ne, das ist halt alles, aber eigentlich so was er da unten gemacht hat, ich musste da viel korrigieren, unverdient. Hier wollte ich eigentlich erst Heu machen, aber da Schafe hier Gras aufbereitet und frisch braucht, mache ich jetzt kein Heu, sondern nur unter das Aufbereitete, wie eigentlich schon die ersten drei Vorgewinne oder zwei und dann da die Bahn nur. Da ich das Spiel ja gespeichert hatte und verlassen hatte und das Video hochladen wollte für euch und nicht gemerkt habe, es ist nicht aufbereitet, kann ich hier die Heldensachen gleich natürlich einmal kurz wenden, schwadern und dann ja gucken, was ich für einen Hänger hole für die Schaf, ach, für, ja, für die Schafe, also für die Tiere und was ich für ein Fass kaufe. Also ich brauche noch ein Fass für Wasser, falls sie Wasser brauchen, muss ich halt auch gucken. Und solange ich aber noch kein Gras aufbereitet habe und das noch nicht da drin habe und das Luzernheu und, will ich noch keine Tiere kaufen, weil das wäre ja dann sonst ja nicht eine Verschwendung, aber das wäre sonst nicht schlau. Deswegen, ja, ich muss halt immer wieder switchen, weil ich nie weiß. Also, vielleicht habe ich nicht das beste Schneidwerk, aber beziehungsweise Mähwerk, aber. Ist es schon cool. Dann will ich gucken, oder was heißt will ich gucken, aber vielleicht finde ich einen Mähdrescher, ich habe da ja einen Klar stehen, ob ich einen mit IC finde, also mit Interactive Control. Ich habe gesehen, im Mod-Hub ist ein Rosselmesh oder wie auch immer, keine Ahnung, wenn ich es falsch ausspreche, tut mir leid. Der hat das IC, der ist interessant, den gucke ich mir auch mal an. Ein bisschen Farbe, ein bisschen Abwechslung hier reinbringen, so. Schade, ne, der Klasse hat das hier nicht, aber es gibt einen neuen Anhänger-Pack von demselben Modder wie der Klasse hier. Der würde hier zu gut passen und vielleicht kriegt da hier der Klasse auch noch das IC-Pack, also das IC. Das wäre natürlich nice. Dann habe ich, warum auch immer, beziehungsweise das Dashboard live drin. Ich habe zwar nicht aktiv, also weil ich dafür auch kein Fahrzeug habe, aber es ist mit drin. Da gehen ja die Meinungen auch weit aus, aber ich denke mir so, ne, es ist was Cooles. Dann bin ich am Überlegen, es gibt zwei schöne Traktor-Packs von IFCO, ob ich mir die auch mit reinnehme, weil die sind richtig schön. Also, die haben auch das IFCO-Display-Skript, das sind schöne Dinger, da muss ich halt auch gucken. Ansonsten, ja, Tonqualität dürfte sich auch geändert haben. Ich habe mir jetzt nochmal Voice Meter runtergeladen, womit ich hoffentlich das nochmal ein bisschen anders machen konnte, den Ton ein bisschen verstärkt habe und ein bisschen schöner gemacht habe vielleicht, aber könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben und dann, was halt immer noch aussteht, ist der Wald. Ob ich jetzt den Wald kaufe, wäre schlau. Dann bin ich halt auch im Überlegen. Ich habe ja gegenüber von Feld 45 ist, glaube ich, was ist das? Ja, ich muss öfters reingucken, tut mir leid, die Getreidemühle, die kostet. Ich muss mal kurz gucken, wo hier der Kaufträger ist. Die kostet knapp 100.000 mit Mehl. Mehl bringt uns halt aber auch einiges an. Ne? Mehl, 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 Mehl. Wo ist hier Mehl? Ich muss kurz Mehl gucken. Ein Moment. Wo ist denn hier Mehl? Grassilage, Kalk, Mehl. Mehl bringt. Ja gut, im Januar 1-2, aber es ist halt auch nur eine Verkaufsstelle, also auch schwierig, aber auch eine Überlegung wert. Uns nutzt halt hier der Wald, der halt immer noch
mit 88.000 gut dasteht. Ne, da könnte ich halt hier, was ich hier in der Ecke wegnehmen und dann da auch nochmal was hinbauen oder so. Also die Ideen sind da, die Spielhäufigkeit nicht, wie man ja sieht, aber die Ideen sind halt da. Und wie eingehend auch in der letzten Aufnahme schon mal erwähnt, bin ich halt am Überlegen, ob ich mir nicht einfach nochmal eine zweite Karte suche. Für vielleicht auch mal so ein, ja, so eine Art Story-Projekt. Auch wenn es, wie ihr seht, ab und an immer noch hadert mit der Stimme. Ich versuche es halt immer wieder zu unterdrücken. Es geht halt einfach nicht, aber das ist halt, wie ihr seht, sehr, 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 sehr selten, beziehungsweise mal mehr, mal weniger. Aber ich gebe halt nicht auf. Mir macht Spaß. Also, ne, aufgeben ist halt keine Option. Auch wenn unregelmäßig was kommt, es kommt was. Und ja, aber wie gesagt, so eine Art Story-Projekt wäre halt auch mal eine Überlegung. Wäre einfach mal ein bisschen was Neues, so eine andere Karte. So, da muss ich halt noch gucken, was für eine Karte, was für Fahrzeuge, dies, das, jenes, Ananas. Also es gibt Möglichkeiten, die sind offen. Also ja. Ansonsten hat sich eigentlich nicht viel getan. Also ist alles beim Alten geblieben. Wenn der da oben fertig gekrubbert hat, können wir entweder Steine einsammeln auf der 45 oder da oben mit Ölrettich arbeiten, weil ich denke mal, Sojabohnen oder so, das, was Geld bringt, können wir erst nächstes Jahr ansehen. Und dann ist Ölrettich auch eine gute Option. Da habe ich ja auch von LSFM das, wie heißt das nochmal, das Realistic Cedar mir runtergeladen. Weil das einfach cool ist, es bockt halt einfach und das ist halt, macht halt Laune. Da müsste ich dann auch, ich glaube, eine Palette reicht. Also ich müsste mir mal den Feld, nicht den Feldrechner, den Saatgut-Dings mit reinnehmen und dann gucken, was ich halt brauche, so Pi mal Daumen, um zu gucken, wie viel Ölrettich ich brauche, wie viel Weizen, wie viel Gerste, wie viel Hafer und. Aber ich könnte ja einfach schon mal eine Palette kaufen hier. Ich habe die halt hier drinne. Realistic Cedar, Ölrettich. Ich kaufe einfach mal eine Palette. Das sollte schon reichen. Dann könnte ich ja theoretisch ballen. Ich nehme einfach hier, keine Ahnung, Luzern-Silage und nehme ich einfach mal zwei. Und Klee-Silage. Klee-Silage nehme ich auch einfach mal zwei. So wie das Dolker Schafsfutter. Das müsste ja. Palette, Leuka, Schafsfutter, Schweine, Schafsfutter. Ich denke mal, da reicht eine Palette. Also ich hoffe, da reicht eine Palette, weil dann habe ich das schon mal. Dann kann ich das nämlich dann zwischenzeitlich dann schon mal zum Hof bringen und kann gucken wegen Tieranhänger, kann gucken wegen Schafe. Ja. So ist eigentlich der Plan der Dinge. Jetzt kriegen wir, ne, also eigentlich wären wir jetzt hier in der zweiten Folge oder haben wir die erste abgebrochen. Das wären wir hier normalerweise schon längst fertig. Ich hätte jetzt hier geschwadert und eingefahren. Aber da das jetzt so gekommen ist, wie es ist, muss ich jetzt halt so machen. Was ich auch noch gucken muss, ist, ob ich jetzt das Gras aufbereitet. Ich weiß, ich muss gerade öfter reingucken, aber das habe ich vorhin vergessen. Ob das Gras aufbereitet ins Silo passt. Wenn ja, wäre nice. Wenn nicht, dann nicht. Aber. Gras-Silage, CCM, Mais-Silage, Maisschrot. Das würde theoretisch ins Lager passen. Das heißt, ich könnte mit einem Ladewagen arbeiten. Ich muss das nachher mal ausprobieren, ob das wirklich hinhaut. Weil wenn ja, wäre nice. Wenn nicht, gut, ist es halt so. Aber ja. Ich gucke halt ab und zu auf der Minimap. Ich denke mal, der ist schon im Vorgrunde. Das heißt, oben der Fendt, der dürfte gleich fertig sein. Das heißt, da kann man wechseln. Und dann ab aufs nächste Feld. So. Hoppala, fast verfahren. Ansonsten. Brauche ich auf jeden Fall noch ein Lampenpack. Also ich will den Hof noch ein bisschen schöner machen mit Deko. Da fehlen mir noch ein paar Lampen und so. Ein bisschen grüner machen, ein bisschen vielleicht Bauschutt rein. Also ne, so ein bisschen wohnlicher machen, so ein bisschen schöner halt. Da muss ich ja auch noch gucken, was ich da nehme. Die Horsch Evo, die hat ein Update bekommen. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal vorhin erwähnt hatte. Wenn ja, dann erzähle ich das jetzt halt nochmal. Wenn nicht, da habe ich auch eine richtig schöne Lackierung gefunden, die ich mir dann nehmen werde, wenn ich die hier kaufe. Ansonsten
bin ich eigentlich so alles, was ich neu hatte, durch. Also dürfte eigentlich soweit alles gewesen sein, alles Neues. Ich hoffe, jetzt ist gleich der Spielsound da, weil ich weiß nicht wieso, aber irgendwie war der auf einmal nicht vorhanden. Ich weiß nicht wieso, weshalb, warum. Aber das sollte ja gar kein Problem sein, deswegen einfach gucken. Und dann passt das schon. Also es gibt Schlimmeres als jetzt einen Spielsound vergessen. Dann haut man immer neu hier hin und dann passt das schon. Ich denke mal, Länge mit bis zu 30 Minuten sollte doch schon, denke ich mal, passen. Aber wenn ich ab und an Stimmräuspern habe, wieso auch immer. Aber ja. Jetzt können wir das gleich wieder waschen, zurückfahren, den Wender holen. Hier das einfach mal kurz wenden. Einfahren und dann ziehen die ersten Tiere ein. Gut, ordentlich ist es hier jetzt hier nicht, ist mir klar, aber ja, ist jetzt halt so. Kann man jetzt auch nichts gegen ändern. Und dann, aber hier sind wir zum Glück jetzt gleich durch. Oben, das ist auch so gut wie durch. Das dürfte jetzt auch gleich am Ende sein. Ich müsste mir mal von CP das kleine HUD aufmachen, um dann oben zu sehen in der Anzeige, wann er jetzt beendet hat oder wann nicht, weil das wäre dann natürlich auch wieder was, wo ich sage, okay, ich sehe, wann er fertig ist und Steuerung V, Steuerung B, Steuerung X. Ich kann ja mal, machst du dich zu? Okay, jetzt perfekt. Ich kann jetzt noch mal kurz hochswitchen. Aber der dürfte ja letzte Folge, wenn du botiert hast, stehen gelassen, da hat er stehen gelassen. Das machen wir später, das machen wir dann selber fertig. Selber weg, aber ansonsten. Ja, hier, ich kann hier halt reinzoomen, kann hier alles gut sehen. Ist auch dann zum Dreschen cool, wenn ich ohne HUD mal spielen sollte, dann kann ich einfach rein und rauszoomen und dann passt das schon. So. Aber mit dem Wender verpasse ich hier oben eh wieder die Einfahrt. Also die Einfahrt hier oben ist bei mir echt schwierig. Also ich fahre da gerne mal vorbei, beziehungsweise eine früher rein und dann ist das meistens, ja, ist meistens lustig. Okay. Einmal waschen. Was mir auch noch auffällt, ich brauche noch den Ballenanhänger, den, ich glaube, das war der Kempf oder so, den habe ich ja auch noch nicht wieder. Das heißt, den könnte ich mir auch noch holen und dann muss ich gucken, welcher von unseren Maschinus, wie heißt es? Frontladeranbau hat. Ich bin, sorry, ich bin gerade echt lost.de, aber das ist ja egal. Auf jeden Fall muss ich das auch noch gucken hier ein bisschen. Ja, also es ist mir noch nicht grün genug. Es ist für den Anfang ist es okay, es reicht, aber es ist noch ausbaufähig. Einige würden jetzt sagen, hier macht er im Kuhstall grün. Nein, weil das da kommt das Futter rein. Und das kann ich dann halt nicht grün machen. So, ich kann den ja hier jetzt mal eben hier gucken. Der ist im letzten. Ne, ach, der hat noch ein paar Vorgänge. Okay, das passt. Kann ich ja schon mal waschen. Aber der steht auch gut da. Also der steht da wie ein Tier. So. Damit ich auch sehe, wo der Schmutz ist, muss ich mal kurz Licht anmachen. Auch um 9 Uhr ist es doch noch ein bisschen nicht dunkel, aber die Lichtverhältnisse sind schon anders. Weil so würde ich jetzt auch zwar sehen, aber vorne nicht. Deswegen lasse ich den jetzt einfach mal kurz an. Aber der Dreck, der sollte gleich verschwunden sein. Den Glas mal mit sauber machen, obwohl ich mit dem gleich wieder aufs Feld fahre, ist ja egal, aber sauber ist sauber. So. Ach ja, Steuerung X. Da ich das aber nirgendwo einlagern kann, muss ich den halt draußen stehen lassen. Ist aber nicht schlimm, weil dann lasse ich das ja einfach am Rand immer stehen und dann passt das schon nämlich. So. Kann ich für die nächste Folge ruhig schon mal den Wender vorbereiten und dann sind wir auch schon wieder am Ende angekommen.
Ich muss nur kurz gucken, wo ich den hingestellt habe, weil ich es gerade selbst nicht weiß. Nein! Ja, egal. Das kann ich jetzt immer mal schnell ankuppeln, wenn es geht. Jetzt muss ich mal im Stab frühstücken. Shit. Das war so jetzt zwar nicht geplant, aber muss ich halt mal kurz durch. So. Kurz mal gucken, wo hier der Wender ist. Da ist er nicht drin. Das heißt, der ist hier hinten. Der Wender müsste, glaube ich, hier hinten drin sein, wenn es mich jetzt nicht komplett täuscht. Ja, da steht der Wender. Gut, dann koppel ich den Wender an. Wir sind in der nächsten Folge, wenn die Folge chaotisch war. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich schalte das nächste Mal wieder ein. Habt noch einen schönen Tag. Ich bin raus. Tschüss und ciao.